Mama, was machen wir heute? Heute fahren wir mit der Funny Girl von Büsum aus nach Helgoland. Einen Tagesausflug nach Helgoland haben wir ja bereits gemacht. Dieses Mal übernachten wir im Hotel Miramar. Juhu, jetzt haben wir genügend Zeit, um Helgoland zu entdecken. Ich habe wieder online das Rundum-Glücklich-Paket gebucht, inklusive Parkplatzticket und Koffershuttle. Der Koffer wurde uns nach Ankunft auf Helgoland direkt ins Hotel gebracht und bei Abreise wieder zurück zum Schiff. Die Schifffahrt dauert circa 2,5 Stunden. Punkt 12 sind wir auf Helgoland. Ankunft ist diesmal im Hafen. Wir wurden nicht mehr wie bei unserem Tagesausflug damals traditionell ausgebootet. Nach dem Einchecken im Hotel Miramar haben wir beschlossen, als erstes zur Düne rüberzufahren. Preis 6 € pro Person für die Hin- und Rückfahrt. Bitte beachtet die Dünenfährzeiten. Die Fahrt dauert circa 5 Minuten. Uns hat die Düne sehr gut gefallen. Wir hatten auch ein paar Robben im Wasser gesehen. Dafür hatten wir extra ein Fernglas mitgenommen. Leider lagen heute keine Robben am Strand, aber im Wasser konnten wir einige beobachten. Interessant war auch der Flughafen. Die Flugzeuge flogen direkt über unsere Köpfe. Der Rundweg führte uns durch die schöne Natur, wo uns ständig kleine süße Hasis über den Weg liefen. Das war's von der Düne. Jetzt geht's wieder rüber zur Hauptinsel. Wir wollen das Oberland besichtigen. Da wir auf der Düne schon so viel gelaufen sind, gönnen wir uns den Fahrstuhl nach oben. Der kostet nur ein paar Cent pro Person. Die Aussicht ist gigantisch. Wir wollten zum höchsten Punkt des Kreises Pinneberg gehen. Der Weg dorthin war wirklich super schön. Am Lummenfelsen angekommen, wurden wir mit einer tollen Aussicht belohnt. Eine schöne Beobachtungsstelle. Auch die Kinder waren begeistert. Wie die lange Anna.
Es ist wirklich wunderschön hier, besonders auch die roten Felsen. Hier auf dem höchsten Gipfel des Reiskindelberg angekommen. Vielleicht was los. Die Bastölpel sind so niedlich. Sie brüten hier auf Helgoland. Hier könnt ihr sogar einige Heidschnucken beim Klettern in den Helgoländer Klippen beobachten. So viel frische Luft macht hungrig. Wir hatten einen Tisch bei Bruns Pizza und Pasta bestellt. Die Pizzen waren mega lecker. Den Abend haben wir auf dem Balkon ausklingen lassen. Die Kinder immer noch draußen. Wir wollen mit der Börtebahn fahren, bevor die Tagestouristen kommen. Diesmal haben wir auch einen Platz bekommen für die Inselfahrt durchs Unterland.
Am Abreisetag sind wir noch ein wenig durchs Unterland geschlendert, haben Fischbrötchen und Eis gegessen und die Möwen beobachtet, wie sie versucht haben, die Menschen zu bestehlen. Echte Raubvögel halt. Reif für die Insel. Helgoland ist eine wunderschöne Insel. Uns hat es hier richtig gut gefallen. Kommt doch auch mal hierher. Unser Urlaub neigt sich leider dem Ende und wir müssen wieder zurück nach Büsum. Ah, da seht ihr bereits das Hochhaus. Gleich sind wir da. Den haben wir ein Glück nicht gebraucht.